Leute haben, Fahrräder, die sie gerne elektrisiert haben wollen, und das bauen wir dann rum, um auch größere Strecken statt nur von zu Hause bis zur Kita zurückzulegen, sondern im Grunde fast teilweise sogar das Auto abzuschaffen und dann nur mit dem Rad unterwegs zu sein. Also ich wurde dieses Jahr 40 Jahre alt, fahre im Grunde schon seit dem 20. Lebensjahr Motorrad oder Zweirad allgemein, und mich hat am Anfang halt dieses Basteln, Rumfriemeln sehr stark interessiert. Irgendwann kam halt aber die Frage, ob das nicht auch einfacher, simpler und teilweise umweltschonender geht, und dann bin ich im Grunde auf die Elektromobilität gestoßen. Schön halt wirklich leise unterwegs zu sein, ich habe keine Vibration, ich habe im Sommer keine zusätzliche Hitze noch, die von unten nach oben strömt, ich kann teilweise die Vögel zwitschern hören, ich habe also ein völlig anderes Fahrgefühl. Das ist mein Fahrradladen, den ich 2010 gegründet habe, ganz alleine. Seit 2016 bieten wir Umbaulösungen für Elektrofahrräder an, und seit 2-3 Jahren ist es richtig stark im Kommen, dass wir halt auch komplette Elektrofahrräder im Programm haben, und da stehe ich total drauf. In Berlin ist es noch schwierig mit dem Thema Elektrofahrrad, weil die Nachfrage nach kompletten Elektrorädern ist noch nicht so stark, weil die Räder in der Stadt natürlich relativ schwer sind, wenn man die auf den Hinterhof schieben muss oder in den Keller. Dazu kommt noch der Diebstahl, der dazu reinkommt. Was ziemlich stark bei uns schon vorangeht, ist im Grunde die Nachrüstung. Die Leute haben Fahrräder, die sie gerne elektrisiert haben wollen, und das bauen wir dann um. Also momentan bauen wir noch mehr um, als normale Elektroräder zu verkaufen. Ich befeste jetzt gerade die Drehmomentabstützung des Motors am Rahmen. Bevor wir Sachen ins Programm nehmen, versuche ich die Sachen mal selber zu testen. Und zu dem Zeitpunkt 2016 war meine Tochter so groß, dass ich sie hinten bei mir auf dem Lastenrad mitnehmen konnte. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass meine Kraft nicht ausreicht, die Einkäufe und die Tochter gleichzeitig mit zu transportieren. Das heißt, da kam mir der Antrieb gerade recht, da habe ich ihn zum ersten Mal an meinem Fahrrad verbaut und habe den dann wirklich im Sommer, im Winter, zu jeder Zeit, an jeder Tageszeit ordnungsgemäß getestet. Wir merken halt immer wieder, dass die Leute an ihren Fahrrädern hängen und sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht hier zum Schrotthandel bringen, sondern ich möchte es gerne vielleicht aufrüsten. Und weil ich vielleicht ein bisschen gebrechlicher bin oder weil ich halt eben höhere Lasten habe, die ich transportieren möchte, möchte ich gerne aber trotzdem diesen E-Antrieb haben. Bei dem System ist es jetzt zum Beispiel nicht möglich, mit Rücktrittbremse zu bremsen. Dafür gibt es nochmal einen zweiten Hersteller, der das dann wiederum bietet. Da kommt der Motor dann auf die linke Seite montiert. Und dadurch ist dann gegeben, dass ich dann mit der Rücktrittbremse auch normal bremsen könnte. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das heißt also die ganzen Geometrien an einem Fahrrad, der Abstand vom Pedal zum Lenker zum Sattel, die Leute gewöhnen sich dran. Wenn die jetzt 20, 25 Jahre lang so ein Fahrrad fahren, dann fällt es sich doch schwer umzugucken nach einem kompletten E-Bike, was dann geometrisch völlig anders aufgebaut ist. Also die Preise für die Umrüstung starten bei knapp 1500 Euro. Wenn ich jetzt schaue, ein neues, komplettes E-Bike geht bei 2,5, 2,6 los, das heißt also, da macht es sich auch schon preislich bemerkbar und total Sinn, das auch umzurüsten. Mein YouTube-Kanal nennt sich Zero Pioneer. Also wir zeigen auf YouTube, wie die Fahrräder funktionieren, wie der E-Nachrüstungszug an Fahrrädern rankommt, aber auch zum Beispiel, wie ich jetzt ein Elektromotorrad auflade oder wie weit ich komme. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange Touren mitgefilmt, zum Beispiel bin ich vor 2-3 Monaten von Berlin mit dem Elektromotorrad bis in den Schwarzwald gefahren. Das waren nachher hin und zurück über 1800 Kilometer, die ich von Freitag bis Sonntag tatsächlich zurückgelegt habe. Der Hinweg hat super geklappt, da hat jede Ladesäule mitgemacht. Auf dem Rückweg, das ging leider komplett nach hinten. Ich hatte noch 40 Kilometer im Akku und dann tatsächlich noch drei weitere Säulen angefahren habe, bis ich dann Gott sei Dank endlich aufladen konnte. So, jetzt ist es angestöpselt, ich habe noch ein bisschen Buchhaltung zu tun, in der Zeit lädt die Maschine auf und dann geht es über einen kleinen Umweg noch eine kleine Spritztour nach Hause. Und danach geht es dann nochmal lautlos mit dem Elektromotorrad durch die Stadt, einfach nochmal eine Runde rumcruisen. Da freue ich mich riesig drauf.